Jetzt haben wir unsere Untersuchung beendet und jetzt geht es natürlich ums Messen. In unserem Setting, in unserem Echolabor ist es so, dass wir offline messen. Wir können aber natürlich auch alle Messungen am Gerät durchführen und das werden wir uns jetzt einfach einmal anschauen. Und wir sind jetzt in der parastinalen langen Achse und wir sehen hier die Aortenklappe, die Aortenwurzel, sinotubulärer Übergang und die Aorta ascendens. Und ich kann mir das Bild anhalten und jetzt kann ich verschiedene Messungen durchführen. Das heißt, ich habe immer irgendwo einen Knopf, wo Messung draufsteht und da sehe ich schon verschiedene Messungen, die ich messen kann. Und wir können zum Beispiel mit der Aorta ascendens beginnen und da messen wir von outer to inner edge, das heißt von außen nach innen und das ist 29 mm, das ist einmal eine normale Messung. Alles andere können wir messen, ist jetzt aber prinzipiell normal. Wenn ich jetzt keine dezidierte Messung habe, kann ich natürlich einfach auf generisch gehen, das messen und in meinen Befund dann auch rein diktieren. Ja. Wir sehen jetzt natürlich nicht alles bis in die Weite des Aszendens hinauf, aber prinzipiell das kann ich einmal einfach speichern. Dann gehe ich mit der Review-Seite weiter, weil jetzt haben wir vor allem die Aorta Aszendens gesehen und wir wollen natürlich auch das interventrikuläre Septum messen. Und das wird jetzt schon ein bisschen schwierig, weil die Bildqualität nicht ganz optimal war. Jetzt ist die Frage, wo messen wir denn? Und wir schauen es uns einmal an, indem wir einfach interventricular Septum der Diameter messen. Wir können auch Auto sagen. Also probieren wir mal Auto und schauen, was passiert. Und da war keine gute Messung. Also die Bildqualität passt nicht ganz. Dementsprechend können wir da nicht gut messen. Und jetzt müssen wir hergehen, wo wirklich auch die Messung funktioniert. Also einmal in den Herzzyklus, wo wir messen sollen. Und das ist Enddiastole mit maximal dilatierten Ventrikel und aber auch geschlossener Mitralklappe. Also da wollen wir jetzt hin und jetzt tun wir Messung und sagen Interventricular Septum in der Diastole. Achtung, das ist der rechte Ventrikel. Also ich glaube, da wo wird das Septum sein? Und ich glaube, das ist dann schon wieder trabekuläre Struktur. Also das gehört dann nicht zum Septum dazu. Ich denke, das wird in dem Bereich sein, 22 mm. Das ist auch das, was wir im MR zum Beispiel bei diesem Patienten konkret gemessen haben. Also ich glaube, es war auch im R 22, 23 mm. Also da kommen wir schon hin. Es ist trotzdem eine schwierige Messung, weil wir es nicht genau sehen. Den inneren Diameter und inferolateral von mir aus kann man messen. Da muss ich aber auch genau schauen, wo ich hinkomme. Und wo würde ich denn optimalerweise messen? Ja, da, wo die Mitralklappen zugeht. Aber es ist schon so, ich messe da, wo ich es am besten sehe. Ja. Das heißt, können wir einfach auch noch einmal speichern und dann gehen wir in der Review-Seite weiter und schauen uns an, was wir noch an Bildinformationen haben. Wir können natürlich auch hier den LVT-Diameter zum Beispiel messen. Das sollte in der Mitsystole sein. Ja, es ist aber natürlich schwierig, das schön einzusehen. Das heißt, wir gehen dort her, wo wir es am besten sehen, was jetzt eh passender ist. Und wir gehen 1 bis 2 mm vor die Aortenklappe und messen dann und übermessen ganz ein bisschen. Ja, wirklich ganz ein bisschen, weil der LVT in dieser Position ist quer angeschnitten, also in der kurzen Achse. Ja, wenn wir es anders haben, hat er in der langen Achse die Messung. Also ein bisschen übermessen, dann ist es sehr wahrscheinlich der Wahrheit entsprechen, was dann wichtig ist für die Aortenklappenstenose, was wir jetzt bei diesem Patienten aber nicht unbedingt brauchen. Dann schauen wir uns die Mitralklappe nochmal an, das passt, keine relevante MI, keine relevante AI, ein gewisser Gradient von dem rechten Ventrikel können wir nichts wirklich gut messen und da können wir jetzt noch einmal die pulmonale Akzelerationszeit messen, wenn die drinnen ist. Und da haben wir sie auch, PVACC-Zeit. Natürlich können wir alle Messungen messen, das ist aber eine, die geht relativ schnell und ist sehr sinnvoll. Das heißt, wir messen von der Basis, wo der Auswurf beginnt, bis zum Maximum. Da das trotzdem eine sehr detailreiche Messung ist und die Signale nicht immer ganz komplett sind, würde ich hergehen und mehrere Messungen machen und dann im Mittelwert auch das sehen, wo sich die Wahrheit dann befindet. Und da sehen wir irgendwas, in alle Messungen, die wir jetzt gemacht haben, sind wir über 100 Millisekunden. Also über 100, 120 Millisekunden ist sehr wahrscheinlich kein relevanter pulmonaler Hypertonus. 80 bis 100 kann schon ein pulmonaler Hypertonus sein, unter 80 wird das sehr wahrscheinlich und unter 60 bin ich mir sehr sicher, dass es ein pulmonaler Hypertonus ist. Wieder dementsprechend gesagt, nicht graduieren, sondern nur behaupten, dass da oder wir können damit behaupten, dass ein pulmonaler Hypertonus einfach wahrscheinlich ist. Ja. Zusätzlich hat er einen Vorhofflimmern. Wir können das natürlich auch alles messen. Wir können eine QPQS auch ausrechnen, brauchen wir jetzt aber bei den Patienten im konkreten Fall nicht. Jetzt sehen wir keinen Erguss, das ist super. Da haben wir die Aortenklappe, sehen auch wieder
den Color Doppler, die Ortenklappe wird schon Trichospit sein. Auf alle Fälle sehen wir jetzt nichts Dramatisches. Und hier sehen wir, dass das Signal nicht gut gemessen wird. Also das müssen wir wegtun. Ah, da würde ich etwas anders messen. Also die automatische Messung hilft uns in diesem Fall nicht. Kann man aber natürlich auch machen. Und auch hier können wir in der kurzen Achse die pulmonale Akzelerationszeit messen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt hier. Ja. Auch hier natürlich, da wird es schon schwieriger, weil ich den gesamten Ausfluss nicht ganz sehe. Also da unterscheiden sich die Messungen schon. Es gibt immer mehrere Messen und Mitteln, weil da bin ich mir dann einfach sicher, dass ich eine Messung durchführe, die auch stimmt. Ja. TI-Signal war ganz schwierig. Auch in der kurzen Achse können wir das Septum messen, aber auch hier ist natürlich die Frage, wo messe ich? Jetzt brauchen wir einen maximal dilatierten Ventrikel und die Klappe muss geschlossen sein, also am ehesten da. Aber da tue ich mir schon sehr schwer, dass ich da gut differenzieren kann, was da jetzt wirklich das Septum ist, wo ist der rechte Ventrikel. Also die 12 mm glaube ich mir von inferior und inferolateral Septum, also die wirklich septalen Anteile. Ja, also das ist jetzt dann bitte keine Messung, die ich jetzt speichern würde, weil da wird es einfach schwierig zu differenzieren, was ist der rechte und was ist der linke Ventrikel. Also wir müssen uns das jetzt einmal in der langen Achse glauben. Wir haben aber natürlich auch ein Kontrast-Preset genommen, wo wir es vielleicht noch besser sehen.